Helmut Biedermann, Sie sind der Wirt hier in der Braugaststätte Schwarzer Adler in Rankweil. Nun kommt der Sommer wieder, wärmere Temperaturen und durstige Gäste kommen zu Ihnen. Wie steht es da bei Ihnen um das Leitungswasser, das die Gäste bestellen? Die Gäste werden aufmerksam gemacht, dass für das Leitungswasser einen dienstleistenden Betrag bezahlt oder gegeben werden muss. Ja. Er ist 70 Cent. Ja. Und sie bekommen ein frisches, klares, kühles Wasser. Ja. Und das ist sicher diese 70 Cent wert für die Dienstleistung. Glas Wasser für andere Eventualitäten wie Wein, Kaffee, für Medikamente sind das natürlich selbstverständlich gratis. Das heißt, bei Ihnen braucht man das Wasser nur bezahlen, wenn man ausschließlich Wasser konsumieren möchte? Das ist richtig. Wir wollen einfach die Gäste aufmerksam machen. Ja. Wir haben ein wertvolles Gut, ja, das nicht so ohne weiteres abgegeben werden sollte, weil einfach es wird zu wenig geschätzt dann, wenn etwas umsonst ist. Wie lange gibt es bei Ihnen diese Dienstleistungsabgabe schon? Wir haben seit etwa 5 Jahren haben wir diese Dienstleistung auf dem Programm. Ja. Und die meisten Gäste verstehen, dass der Dienstleistungsbeitrag für das Wasser etwas entlohnt werden muss. Und leider gibt es wieder Gäste, die etwas ungehalten sind und sie aufbegehren. Und bringen Sie ihnen bei, was Sie damit bezwecken wollen? Wir versuchen, aber es gelingt nicht bei jedem Gast diese Wertschätzung des Wassers, weil das saubere Glas, das kühle Wasser ist leider nicht umsonst und der Mitarbeiter möchte auch entlohnt werden. Ja. Er wäre auch ungehalten, wenn ihm seinen Lohn nicht mehr ausbezahlen könnte. Wie viel Gläser Wasser konsumieren die Gäste? So kann man das irgendwie in Zahlen ausdrücken? Bei uns ist es zwischen 10 und 20 Gläser. Halbliter Gläser, wo wir im Prinzip in einem Rhythmus von 10 bis 15 Tagen abgeben. Hat sich hier im Laufe der Zeit etwas verändert? War das früher mehr oder weniger? Es hat sich sehr stark geändert, weil wir einfach ein kühles Wasser abgeben, dass einfach die Nachfrage stärker geworden ist. Früher war das vielleicht einmal im Monat und jetzt ist es schon ein bisschen stärker und einfach die Dienstleistung darf etwas kosten. Können Sie sich auch vorstellen, dass das Leitungswasser, dass unser Leitungswasser eines Tages auch den Stellenwert des Mineralwassers ohne Gas erhält und dementsprechend auch mehr kosten kann? Es sollte nicht mehr wie 1 Euro für ein halbes Wasser sein. Das ist, und es wäre schön für die Gastronomie, wenn es mehr kosten dürfte, sollte, könnte. Ja, aber es ist schwer umzusetzen.